Yo Leute, was geht ab und willkommen zum neuen Video von BAP zu einem DA. Und ja, nach langer Zeit mal wieder ein Video und ihr fragt euch bestimmt alle, wo war dieser Junge oder auch nicht. Was hat dieser Junge gemacht? Warum hat er 2 Wochen lang nichts gemacht? Auf jeden Fall bin ich gerade mitten im Umzug und ja, ist auf jeden Fall ein bisschen mies, nebenbei halt zur Uni zu gehen. Also alle, die schon mal umgezogen sind, ich weiß nicht, es sollten wahrscheinlich ein paar von euch dabei sein. Die wissen, wie das ist und es nimmt auf jeden Fall sehr viel Zeit. Und dazu kommt dann halt noch, dass ich momentan viel für die Uni machen muss, also so aufgabenmäßig. Also keine Ahnung, warum die solche Filme schieben, aber auf jeden Fall muss ich jetzt auch viel für die Uni machen momentan. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Und ja, deswegen kamen jetzt die letzten Wochen keine Videos und ich drehe gerade im alten Zimmer von meinen Eltern, weil mein Zimmer noch komplett, also ich bin das komplett am Umräumen und ja, deswegen habe ich jetzt meine Sachen gerade hier. Aber auf jeden Fall schallt es hier unnormal und ich hoffe, man hört das nicht so krass. Wenn doch, müsst ihr halt damit leben, kann ich jetzt nicht ändern. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir mal zum heutigen Video. Ihr könnt es höchstwahrscheinlich schon dem Titel entnehmen und zwar beziehe ich mich heute auf den Style von Mädchen. Also ich werde euch sagen, was ich unnormal heftig finde, was den Style angeht. Und am Ende gibt es dann nochmal 2 Outfits, die ich dann sozusagen vorstelle. Also eigentlich generell, so wie meine Videos, nur dass ich das diesmal für Mädchen mache. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, oder auch nicht, warum ich das Ganze mache und warum ich dieses Video jetzt auf Mädchen beziehe. Und zwar hat es folgenden Hintergrund. Mir schreiben einige in letzter Zeit oder auch schon am Anfang, aber jetzt vermehrt, dass sie meine Videos cool finden und sowas, aber dass sie auch mal was für Mädchen eigentlich wissen wollen würden. War das richtig? Ja, ne? Weil wie man unschwer erkennen kann, habe ich bisher immer was für Jungs gemacht. Also sei es Styles, sei es Empfehlungen, keine Ahnung was. Und ich habe nie was für Mädchen gemacht, also hat ja auch eigentlich seine Gründe. Aber als Abwechslung finde ich das mal cool so, dann erfahrt ihr mal so, was ich eigentlich ganz cool finde, was das andere Geschlecht angeht. Auf jeden Fall vergesst nicht, unter diesem Video zu schreiben, was ihr an Mädchen cool findet, was den Style angeht. Darum geht es heute auf jeden Fall im Video und ich würde sagen, ich habe mal wieder viel zu viel gelabert, fangen wir mit dem Video an. Und die ganzen Sachen, die ich nenne, werde ich dann hier einfach mal einblenden, weil ich meine, versteht sich, denke ich, von selbst, dass ich die Sachen nicht besitze. Und ja, ich würde sagen, kommen wir mal direkt zur ersten Sache. Und zwar sind das Schuhe, die ich unnormal geil finde, fast zu jedem Outfit. Also man kann die Schuhe, finde ich, fast zu jedem Outfit tragen als Mädchen. Und zwar sind das die Puma Creeper. Es müssen jetzt nicht unbedingt die Creeper sein, aber generell tiefe Schuhe, die aber dickere Sohle haben. Also ich finde das unnormal heftig. Und ich finde zum Beispiel die Creeper in weiß mit brauner, beiger Sohle halt, finde ich unnormal heftig. Oder die schwarze mit beiger Sohle. Oder generell, ich finde eigentlich alle Creeper heftig. Also generell würde ich sagen, Creeper heftig, aber im Allgemeinen kann man sagen, so einfach tiefe Schuhe, die eine fette Sohle haben. Also finde ich eigentlich heftig am Mädchen und deswegen, ja, auf jeden Fall ein Teil, was man gerne haben soll. So, das zweite Teil kennt wahrscheinlich jeder von uns, also sowohl wir Jungs als auch ihr Mädchen. Und zwar sind das diese Netzstrumpfhosen. Ich weiß, dass es fast jede jetzt momentan trägt, aber ich finde es halt immer noch heftig. Vor allem finde ich das heftig, wenn man bauchfrei trägt und dann diese Netzstrumpfhose einfach noch hochzieht, also das über der Hose so rausguckt sozusagen. Finde ich einfach unnormal heftig. Ich finde, das hat sowas, das hört sich jetzt so behindert an, aber das hat sowas so Reizendes, so wisst ihr, was ich meine? Und deswegen heftig. Passend zu der Netzstrumpfhose, eine Jeans, die ich unnormal heftig finde und vorab gesagt, ich weiß, dass viele von uns Jungs das nicht so cool finden, also ich finde es zumindest cool, aber ich kenne viele, die das nicht so krass finden, also so normalmäßig. Und ich weiß auch, man muss eigentlich so der Typ Frau dafür sein. Aber auf jeden Fall sind das diese Boyfriend-Jeans, also diese lockeren Jeans, die nicht wirklich eng anliegen und alles. Also kennt wahrscheinlich jeder von uns. Wer es mag, wer nicht, sei mal dahingestellt. Also keine Ahnung, ne, aber ich finde es unnormal heftig in Kombination dazu. Dazu noch irgendwie Creepers oder so dazu. Boah, ich schwöre, heftig. Wow. Ich finde, die ist halt einfach lässig. Könnt ihr aber dazu noch schick kombinieren mit eurem Oberteil oder sowas. Und das ist ja auch meine Philosophie, die ich für uns Jungs fahre. Deswegen Boyfriend Jeans, top. Sag Wallah, Bruder Wallah, sag. Kommen wir mal zum Oberteil. Und bevor ich was zum Oberteil sage, muss ich im Generellen sagen, ich finde es unnormal heftig, wenn Mädchen diesen Oversize-Style fahren. Also so Oversize-Jacke, Oversize-Bomberjacke, Oversize, keine Ahnung was, T-Shirt oder so. Also heftig, heftig, heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich heftig gesagt habe, deswegen solltet ihr gemerkt haben, ich find's unnormal. Mashallah, Bruder. Und zwar geht's um Oversize-Sweater, also normale Oversize-Sweater finde ich schon unnormal heftig. Aber was ich dazu noch heftiger finde, ist einfach diese Oversize-Sweater, die aber so abgeschnitten sind, also so bauchfrei-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich weiß nur, dass irgendwie so bauchfreie Shirts, so Crop-Shirts heißen. Also ich schwöre, keine Ahnung. Ich nenne es einfach mal jetzt Crop,
Oversize Sweatshirt. Und diese finde ich unnormal heftig. Also ich finde generell bauchfrei richtig heftig. Also kann man eigentlich richtig geilen Style mit rausholen. Also wenn man normal bauchfrei jetzt so hört, denken viele, voll billig und so. Aber ist eigentlich nicht so, das ist so dieses Klischee bauchfrei. Aber man kann dieses bauchfrei auch richtig geil kombinieren. Also mit einer High-Waist Jeans oder sowas. Und ja, zu so einer High-Waist Jeans und irgendwie noch so ein Oversize Crop Sweatshirt, dazu noch, dass man so ein bisschen bauchfrei sieht, finde ich auch nochmal heftig. Also kurz zum Thema bauchfrei, ich finde es im Generellen richtig heftig, kommt auch auf die Person an, generell und sowas. Ich bin jetzt keiner, der sagt, du musst so und so die Maße haben, 90, 60, 90, oder keine Ahnung, was so eine Kacke. Aber ich weiß nicht, also ich finde, man muss selber wissen, ob es wirklich angebracht ist oder ob es einem wirklich passt oder halt nicht. Weil, wie soll man sagen, also jetzt ganz einfaches Beispiel, ein Typ, der 1,90 groß ist und 30 Kilo wiegt, also jetzt richtig, richtig übertrieben so, ne? 1,90 und 30 Kilo so, der wird wahrscheinlich so sein. Und der wird wahrscheinlich durch die Stadt nicht mit einem Unterhemd oder sowas laufen, wisst ihr, was ich meine? Klar kann er das machen, ist gar nicht unsere Sache, so soll er machen, was er will, aber es sieht halt merkwürdig aus, wisst ihr, was ich meine? Und genau so, finde ich, kann man das so zu bauchfrei sagen, also ich meine, wenn es nicht wirklich angemessen, oder was heißt angemessen, es liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber wenn es nicht wirklich passt oder nicht gut aussieht so, dann keine Ahnung. Also wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber generell kann ich sagen, dass bauchfrei heftig ist. Und aus den Sachen, die ich bisher genannt habe, würde ich auch ein komplettes Outfit zusammenstellen. Also welche Farbkombination ihr da wählt, ist eigentlich euch überlassen. Sonst würde ich jetzt einfach spontan sagen, so diese komplett beigen oder braunen Puma Creepers, dazu eine blaue Distressed High-Waist Jeans, also diese eng, dann die Netzstrumpfhose da drunter, also über der Hose rausgucken lassen, dann halt in weiß so ein Champion Hoodie, der abgeschnitten ist, sozusagen das bauchfrei ist und ja. Also an eurer Stelle würde ich mir ein Champion Hoodie oder sowas kaufen, also finde ich eigentlich heftig stylisch, dann halt so kurz schneiden, dass es halt bauchfrei ist und dann an den Ärmeln halt einfach oversize. Könnt ihr ja von den Männern kaufen, ist ja eigentlich gar kein Problem, damit das noch lockerer sitzt. Und ja, finde ich dann unnormal heftig. Und ja, ich glaube, das wäre ein richtig geiles Outfit, so zum Chillen einfach in die Stadt, Frühling, bisschen chillen, bauchfrei. Und das zweite Outfit, was ich euch vorstellen will, ist auch aus 20 Jahre lang Erfahrung und Beobachtung, die ich durchgeführt habe. Und zwar ist das eher so ein bisschen der schickere Style, also damit kann man relativ gut feiern gehen, denke ich mal. Und zwar geht es um diese langen T-Shirts, finde ich auf jeden Fall unnormal heftig. Ob die jetzt eng anliegen sind oder locker sind, finde ich einfach beides heftig. Also wenn es eng ist, dann betont das einfach die Figur heftiger. Und wenn es locker ist, ja, sieht auch einfach heftig aus. Aber was ich auch heftig finde, sind diese langen Sweater, Oversize-Sweater einfach. Wie vorhin, nur dass die halt nicht kurz sind und bauchfrei sind, sondern einfach bis zu Mitte des Oberschenkels geht. Also das finde ich auch eigentlich unnormal heftig. Also wie gesagt, ob es jetzt T-Shirt oder Oversize-Sweater sind, finde ich beides einfach heftig, so als Kleid sozusagen. Und dazu, ich bin eigentlich kein großer Fan von diesen Schuhen, aber ich finde es zu diesem Outfit, also zu diesem T-Shirt-Kleid oder lange Sweatshirt-Kleid, keine Ahnung wie man es nennt, finde ich das unnormal heftig. Und zwar meine ich diese Stiefel, die halt über die Knie gehen. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Also meine Schwester war es jetzt. Warte, ich frag die mal. Inzwischen. Also sie hat mir auf jeden Fall geschrieben, diese Stiefel, diese Schuhe, keine Ahnung, die heißen Over Knees, also über Knie. Macht eigentlich Sinn, ne? Haben wir auf jeden Fall jetzt was dazugelernt, wir Jungs. Und ja, wie gesagt, zu so einem langen T-Shirt-Kleid vor allem und dann diese Overknees finde ich auch nochmal heftig. Halt generell, glaube ich, für so Stadtrundgang, ein bisschen chillen ist das ein bisschen zu viel. Aber zum Feiern oder sowas, glaube ich, wäre das auch nochmal heftig. Also, keine Ahnung, ob jemand hier auf denselben Zug wie ich ist und die ganzen Sachen auch heftig findet. Also, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, nochmal zusammengefasst, also das erste Outfit einfach so ein bisschen chilliger, aber trotzdem sehr, sehr stylisch und reizend, wenn man das so nennen kann. Und das zweite Outfit natürlich sehr körperbetont, wenn man möchte. Wenn nicht, dann halt dieser Oversize-Style. Beides eigentlich heftig. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Mal etwas Neues, mal etwas für das andere Geschlecht. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, sowohl die Jungs als auch die Mädchen, die das sehen, wie ihr das Video fandet. Und ja, vor allem für euch Jungs so, ob ihr das trotzdem interessant fandet. Und an die ganzen Mädchen und Frauen, die das sehen, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr derselben Meinung seid wie ich, ob ihr das cool findet, so den Style. Das nächste Video wird wahrscheinlich wieder ein Top-Outfit sein, also weil mich so viele gefragt haben. Aber nähere Infos dazu
werden dann im nächsten Video gesagt oder werden bei Snapchat gesagt. Deswegen auf jeden Fall Snapchat und Instagram abchecken, ist nicht verboten. Ihr wisst Bescheid und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace.